Hallöchen zu einem neuen Vlog. Babybär, möchtest du raus? Mein Schatz, du auch? Wer hat mich in der Nacht genervt? Wer hat mich in der Nacht genervt und schläft jetzt? Aber jetzt seid ihr süß, ne? Jo, jetzt seid ihr süß. Ich freue mich gerade so sehr und wisst ihr warum? Ich freue mich gerade einfach richtig doll, heute ein Outfit auszusuchen. Einfach ein mega cooles Herbstoutfit. Aha, ich bin so glücklich. Deswegen feiern wir das heute mit einem wunderschönen Outfit. Na, wer ist denn da vorbeigekommen? Wer ist denn da vorbeigekommen zum Kuscheln wieder? Mein Baby. Ja, da kommt der nächste Kuschelbuddy. Der nächste Kuschelbuddy ist dran. Mein Kleiner. Ja, komm her, leg dich. So, das ist mein Outfit für heute. Es ist ganz schön windig und mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich zu kalt angezogen bin. Ich wollte nicht übertreiben. Ich dachte, ich will mich jetzt nicht zu warm anziehen. Ja. Ich fahre auf jeden Fall jetzt los zu einer Freundin und mal schauen, was wir so machen. An diesem Herbsttag. Bin gerade so glücklich wegen dem Wetter. Hört ihr den Regen?
Bibis, was geht ab? Wer rankt und zankt sich hier? Wer rankt und zankt sich hier? Mhm. Welche Nudel? Ich liebe euch. Ja, ich liebe euch ganz toll. Siro, Siro, was machst du da für Sachen? Was machst du da denn? Ja, hallo. Ja, meine Lieben, ihr kommt. Ja. Ja, ihr Hübschen. Natürlich. So, wir machen jetzt einen offiziellen Herbstspaziergang. Offiziell bei mir. Für mich ist Herbst, auch wenn es noch wechselt ist. Deswegen mache ich mir jetzt einen Coffee to go. Das ist mein Herbstoutfit. Ich ziehe mir noch eine Jacke an, weil es ist einfach 13 Grad draußen. Es ist eisig kalt, aber ich habe eine warme Jacke an. Deswegen passt das mit diesem ärmellosen Ding. Und jetzt freue ich mich einfach riesig. Mir fällt auf, ich habe euch gar nicht gezeigt, dass
ich meinen Kratzbaum letzte Woche oder so abgemacht habe. Tada! Und ich liebe es, weil es hat mich ja immer extrem genervt. Ich fand es ja total unschön und ja. Und jetzt ist es ab. Jetzt habe ich meine Kommode dahin und ja. Hihi. Schön, oder? Ich liebe es, wie die Sonne hier reinschaut. Hallo. Hallo, mein Baby. Störe ich dich? Hallo, du hübsche Maus. Ja, ist das hier bequem? Wir machen uns jetzt grünen Tee. YouTube und jetzt genieße ich diese wunderschönen Milchbrötchen. Guten Morgen, guten Morgen. Ich habe unter meinem letzten Video einen Kommentar bekommen, wie ich meine Haare mache. Ich dachte, ich zeige es mal eben. Wo fange ich an? Erstens, ich mache die immer wieder anders. Ich weiß nicht, manchmal hilft das, manchmal auf einmal, manchmal mache ich irgendwas und ich finde dann meine Haare voll gut, dass die so schön lockig sind, finde ich voll toll. Und auf einmal bringt es nichts mehr. Ja, und dann versuche ich wieder was Neues zu machen. Also ich mache es einfach aus der Intuition heraus, oder wie das heißt. Und ja. Jetzt zum Beispiel, also jetzt aktuell mache ich dusche ganz normal, wasche meine Haare ganz normal, also auch Kopf auch so. Und wenn ich dann fertig bin und meine Haare noch nicht abgetrocknet bin, noch in der Dusche stehen, noch alles komplett nass sind, mache ich, unbezahlte Werbung, das hier drauf. Auch nicht viel, wirklich, also es ist bei jedem unterschiedlich, ne, muss jeder selbst rantasten, wie viel man nimmt. Also ich mag es nicht, wenn man viel nimmt, weil dann werden die so hart. Ich mag es, wenn die trotzdem weich sind.
Und ja, dann mache ich kopfüber. So stehe ich dann in der Dusche und dann mache ich so und mache das, ja, so rein, auch langsam. Jo, dann mache ich ein Handtuch drum und gehe aus der Dusche raus. Das war's auch schon. Also das ist das, was ich jetzt zurzeit mache. Aber ich kann euch eins sagen. Wenn ich das mache und währenddessen sage, oh, danke, dass meine Haare heute wieder perfekt liegen, dass meine Locken wieder so wunderschön sind, dass die Locken vorne perfekt liegen und danke für meine wundervollen, gesunden Haare. Ich bin so zufrieden mit denen, während ich das mache, liegen die einfach besser. Wirklich. Was ist denn los? Wohin möchtest du? Möchtest du kuscheln? Ach, Shiro kriegt gerade einen Kuschelanfall. Wir gehen sofort kuscheln, mein Schatz. Mache ich sonst noch was? Nö, und dann wirklich, dann föhne ich nicht. Ich versuche die halt nicht anzufassen. Ah, genau. Das mache ich jetzt auch vor kurzem, dass ich halt, während die Haare trocknen, ich ab und zu mal hier hingehe mit meinen Nassen, mach mal eine Hand nass und mache dann nochmal so irgendwie, keine Ahnung, ob das was bringt. Aber ich mache es auf jeden Fall. Und dann denke ich halt, ja, so definiere ich die Locken vielleicht mehr. I don't know. Erst recht hier vorne, das sind immer Übeltäter. Die sind irgendwie immer so gerade und ich will halt, dass die halt auch lockig sind. Ja, und dann gehe ich halt so die ganze Zeit rum. Und ab und zu mache ich dann auch das. Und fertig. Kleiner Zwischenstand meiner Haare. Also ich muss sagen, ich mag's nur. Doch, ich mag's schon, aber die stören einfach jedes Mal. Und ich will halt nicht nachhelfen mit einem Glätteisen, weil das gibt halt voll den anderen Look. So, jetzt mache ich wieder Haare nass. Ach, so ein bisschen so. Kein Plan. Also eigentlich mag ich, nur es ist halt so. Kein Plan. Mal gucken, wie es wird, wenn es trocken ist, weil es sieht dann immer noch mal anders aus. Ich habe gerade ein Herbstoutfit-Reel gemacht mit etwas anderem, was ich anhatte. Und dann war ich so im Mut und dachte, was ziehe ich heute an? Ich liebe es. Es ist aus Versehen passiert. Ich mag's total. Dieser rote Schal und mein Lieblingshemd und ja, dieses wunderschöne Kleid.
Oh, ich lieb's. Und ich bin ganz, ganz stark am Überlegen, ob ich heute zum Secondhand fahren soll. Aber nur, weil ich Lust habe, Reels zu drehen. Ich überleg's mir noch. Aber ich hätte voll Bock, euch heute so wieder mitzunehmen mit so einem Reel. Und let's go. Ich fahr zum Secondhand. Lass uns ein paar Herbst-Outfits raussuchen, ohne was zu kaufen. Ja. Und Endresultat, meine Haare, muss ich sagen, mir gefallen die heute sehr, wie die liegen. Die Locken, also Wellenlocken, was auch immer das ist. Und ich mag's. Auf jeden Fall dachte ich, mache ich mir jetzt noch einen schönen Tag und fahre wirklich zum Secondhand. Einfach nur um zu schauen, ein bisschen zu stöbern, ein Video aufzunehmen. Und ja. Komm mit zum Secondhand und heute will ich nichts kaufen. Ich hoffe, ich schaffe das, aber das sehen wir am Ende. Oh.